20 Jahre. Das wirst du ja wohl ein paar Monate aushalten können. Die paar Fiepen. Ja, als Fahrerin hast du natürlich das Doppelte. Aber das hast du dir ja nur verscherzt. Wir merken das nämlich alle an der Lohnhüte, wenn mal einer fehlt. Sag doch gleich, wenn er nicht mehr mit mir arbeiten wollt. Weißt du, was die Kolleginnen von dir sagen? Du bist dir zu fein für uns. Deshalb fehlt sie 2 Tage in der Woche. Regelmäßig. Das ist nämlich das Einzige, worauf man sich bei dir wirklich verlassen kann. Ich bin eben nicht so gebaut, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen. Ja, aber die Nacht durchtanzen. Komm, ja, ich lebe, wie es mir passt. Was? Ich lebe, wie es mir passt. So, jetzt mache ich dir meinen letzten Vorschlag. Du kommst ab heute pünktlich und ich sorge dann dafür, dass meine Truppe wieder mit dir spricht. Ist ja gut, Mutter. Martha, du übrigens, ich hab sie gesehen. In der Harmonie hat sie sich herumgetrieben. Und dann ist sie mit einem ganz schicken Mann abgezogen. Hör doch auf. Und angepumpt hat sie mich vorige Woche auch erst. Was denn dich auch? Ich hab euch doch gesagt, ihr solltet nicht Kollegin gehen. Hansen! Hä? Wir sollen zur Kaderabteilung kommen. Ist ja auch. Ich bin doch froh, dass wir überhaupt noch mit dir reden. Herr Gerda. Tag, Sievers. Das musste sein, ja? Ja, leider. 2 Stunden vor der Schicht. Ach, entschuldige, das wusste ich nicht. Willst du einen Tee? Nee, nee. Geh ja gleich noch was essen und dann. Dein Patenkind. Petra Hansen. Die Funkstreife war bei ihr letzten Sonntag. Ein Gelage mit anschließender Schlägerei. Montag und Dienstag Fehlschichten. Immer noch 8 Monate mit der Miete in Rückstand. Reden kommst du bei dir überhaupt nicht weiter. Erst Donnerstag habe ich mit ihr gesprochen. Aber die kommt jeden Moment. Das ist wie eine Sucht. Als sie in den Prozess mit dem Grischak verwickelt war, da hatte ich das Gefühl, sie... Ja? Ach, Petra. Da, Petra. Bitte setz dich. Wie oft haben der Kollege Sievers und ich nun schon mit Ihnen gesprochen? Nee, ich merke mir sowas nicht. Leider. Und was war gestern und vorgestern wieder los? Mir war schlecht. Montag früh. Aber beim Arzt sind Sie nicht gewesen. Montag nicht und Dienstag nicht. Und Sonntagabend war eine Funkstreife bei dir. Und wenn du so weitermachst, da werde ich die Patenschaft niederlegen. Nicht dagegen. Die Gouvernante Venia. Kollegin Hansen. Wegen fortgesetzter Arbeitsbummelei mussten wir Sie im Juli dieses Jahres als Straßenbahnfahrerin ablösen. Im September standen Sie vor Gericht. Immerhin haben Sie nicht nur zugelassen, dass bei Ihren häuslichen Festivitäten Ihre Gäste bestohlen wurden. Sie haben auch noch davon profitiert. Die Folge ein halbes Jahr auf Bewährung wegen Hehlerei und Ihre Registrierung bei Inneres. Dort wurden Ihnen ganz klare Auflagen erteilt. Arbeitsplatzbindung. Keine Fehlschichten, Meiden eines bestimmten Personenkreises, bestimmter Lokale, kein ruhestörender Lärm nach Mitternacht in Ihrer Wohnung. Wie sind Sie diesen Auflagen nachgekommen? Das wissen Sie doch selber. Ja, aber erst immer Ja und Amen sagen. Was blieb mir denn weiter übrig?
Und Sie sind immer noch 8 Monate mit der Miete in Rückstand. Nur noch 5. 3 habe ich bezahlt von den paar Kröten, die ich hier kriege. Das liegt doch wohl an dir, dass du nicht mehr auf der Bahn bist. Da ist ja klar, alles liegt an mir. Petra, Sie sind doch ein intelligenter Mensch. Sie haben Abitur, Fachschulabschluss. Sie wissen doch genauso gut wie wir, dass es bestimmte Normen menschlichen Zusammenlebens gibt, an die sich jeder halten muss. Ich klaue nicht. Ich bringe niemanden um. Und alles andere ist meine Sache. Warum spielst du hier die große Dame? Wie oft hast du dich bei mir ausgeholt wegen der Klauerei von dem Grischak? Du musst auch mal einen Schritt weitergehen, Petra. Oder glaubst du, dass dein Leben an dem deines Kindes spurlos vorübergeht? Oh, komm, lass mein Kind aus dem Spiel. Du weißt ganz genau, dass du mir da nichts vorwerfen kannst. Totentanz heute. Mhm. Hey, Jungs. Hübsch, nicht? Mhm. Klößchen Karnowski, der schönste Autoklempner Europas. Ja, kennen Sie ihn näher? Ja, gerne. Ja, ziemlich trostlose Mischung. Na, kennen Sie die nicht? Muss ich die Männer so einbilden? So toll, wie er aussieht, ist er jedenfalls nicht. Sag mal, kannst du mir nicht wenigstens einen Fuffi von den 200 wiedergeben? Heute bin ich mal völlig blank. Du, das geht den Menschen wie den Leuten. Du hast da was. Was du nur machst, schlägst dir die Nächte um die Ohren und siehst aus, so kämst du aus der Sommerfrische. Ich kann machen, was ich will. Bist du etwa auch neidisch? Unsinn, wie kommst du denn darauf? Weil sie alle neidisch sind. Von den Weibern in meiner Brigade bis zur Kadertante. Ärger? Ganz schön. Alle zerren sie an mir rum, besonders mein lieber Freund Sievers. Wenn es nach denen ginge, dürfte ich nicht mal hierher kommen, du. Aber die beißen sich die Zähne aus an mir. Nein, danke. Und Sie? Danke. Ich sagte, alles reserviert. Also, Sie bestimmen, wer hier reinkommt und wer nicht. Sehr richtig. Ich bestimme, wer hier reinkommt und wer hier rausgeht. Und wo steht denn das? Sie gehen jetzt hier raus. Sagen Sie mal, 2 Plätze werden Sie doch noch haben. Sehr schön. Sie sind hier König, was? Tag, mein Lieber. Na, wie geht's? Gut. Ich bezahle heute den Eintritt, ja? Oh, danke schön. Darf ich mich hier setzen? Bitte schön. Haben Sie gewählt? Ja. Ich trinke immer Sekt. Das habe ich nicht gemeint. Ich meinte zwischen meiner Freundin und mir. Aber Sie sind nicht gerade eifersüchtig, nein? Eifersüchtig. Wenn man sich so lange kennt, dann hat man sich die Eifersucht abgewöhnt. Na, bitteschön. Ja, ich möchte gerne eine Flasche Rotkäppchen und 3 Gläser. Sind Sie einverstanden? Nein, für mich bitte nicht. Ich gehe dann lieber an die Bar. Tja, also dann 2 Gläser. Wie Sie wollen. Viel Spaß. Schönen Abend noch. Danke. Wir kennen uns irgendwoher. Keine originelle Art, Bekanntschaften zu machen. Haben Sie mal in der Poliklinik Süd gearbeitet? Stimmt. Petra Schneider. Ach ja, so hieß ich mal.
Sagen Sie mal, sind Sie etwa der Röntgenologe im Stockwerk tiefer? Damals hatte ich noch mehr Haare. Das war ein Stumpfsinn. Immer nur Blut und Urin. Ich war richtig froh, als mich dann einer geheiratet hat. Sind Sie verheiratet? Glücklich. Mhm. Und Sie? Geschieden. Kennen Sie das? Mit Ihnen immer. Früher habe ich natürlich jede Spielart von Alkohol durchprobiert. Aber heute trinke ich nur noch Sekt. Da bin ich einem Alkoholiker auf den Leim gegangen. Na ja, aber einen gezähmten. Und was heißt hier auf den Leim gegangen? Soll ich etwa nicht? Oh ja. Da wir uns jetzt seit mindestens 10 Minuten kennen, muss ich Ihnen einfach sagen, dass ich Sie für eine außergewöhnlich reizende und interessante Frau halte. Ich gehe kaputt. Tango. Ja. Und jetzt noch eine Tasse Kaffee bei dir und ich wäre der glücklichste Mensch. So einer willensstarken Persönlichkeit wie dir kann ein so schwaches Weib wie ich nicht widerstehen. Schöne Sachen ein. Kommt drauf an. Also, schlechte Erfahrungen. Kaum. Du, morgen früh um 5 ist die Nacht zu Ende. Und das muss sein. Auch ich muss arbeiten. Ja, entsetzlich. Weißt du, wo unser Kopfbänder ist? Kommen wir noch bis dahin? Ich nicht. Wenn er nicht da wäre. Ich hab verschlafen, ich muss schon arbeiten. Schick ihn weg, Petra. Lass dich krank schreiben. Einmal muss es doch wieder werden zwischen uns. Morgens ist es doch am schönsten. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, es ist aus und vorbei. Freunde, ja und mir nicht. Geh nach Hause, schlaf dich aus. Kuckuck ist auch noch ganz müde. Nein, der Affe Kuckuck ist böse. Ach was, müde ist er. Gucken wir mal richtig an. Nein, der Affe Kuckuck ist böse und der Onkel da draußen auch. Ach, welcher Onkel? Der da draußen. Das hast du doch geträumt, genau wie das vom Affen Kuckuck. Das habe ich nicht geträumt. Pass mal auf, wenn deine Mutter dir sagt, dass da kein Onkel war, dann kannst du mir schon glauben. Hm? Und jetzt schläfst du. Nein, musst du nicht. Wenn du jetzt noch mal schläfst, dann machen wir uns einen schönen Tag
Und nachmittags gehen wir mit dem Affen Coco in den Zoo. Wirklich? Wirklich. Aber jetzt dreh dich um und schlaf, komm. So. Ich hab verschlafen. Lange? Du wirst schon arbeiten. Willst du? Das wird Ärger geben, was? Oh, ist mir egal. Erst mal leben und dann alles andere. Das ist ein ganz vernünftiger Stand. Freitag habe ich wieder Zeit. Die ganze Nacht. Ich werde mich melden. Warum denn du? Weil ich es lieber habe, wenn ich bestimme, wann einer kommt und wann nicht. Sonst könnte ich dir ja gleich einen Schlüssel in die Hand drücken. Naja, warum denn nicht? Mal im Ernst, Petra, ich finde, wir könnten mehr daraus machen. Ich durchschaue dich. Als Nebenfrau, ja? Nein, als Geliebte. Jeder behält seine Freiheit. Sag mal, kennst du Prag, Budapest? Wir könnten zusammen verreisen. Gemeinsame Wochenenden. Das wäre doch fantastisch. Ja. Warum nicht? So einer wie du. Und deine Frau. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Lass es klingeln. Mami! Oh. Christine! Warum stehen die Augen nicht auf? Das klingt doch immer zu. Was ist denn mit dir los heute? Ist aber auch ein schlimmer Morgen, nicht? Und überall siehst du Onkels. Man soll nicht lügen! Du, nur ist aber gut, Christine. Das klappt doch schon wieder. Warum machst du denn nicht auf? Ich mach jetzt auf. Und du bleibst im Bett liegen und stehst nicht auf, hast du gehört? Nein. Nicht so. Ich bin krank. Tag, Petra. Krank bist du. Willst mich nicht reinlassen? Du, ich komme aus der Nachtschicht. Als ich mich abmelden will, erhöhe ich vom Dispatcher, dass du wieder nicht gekommen bist. Ja und? Hat er dich hergeschickt? Nein, das hat er nicht getan. Er hat mir gesagt, gib's auf, Sievers. Lass es endgültig sein. Na und, warum bist du trotzdem gekommen? Hast du dir was versprochen? Junge Frau, so am frühen Morgen? Pass mal auf. Du hast nur eine Möglichkeit. Du bist zur Frühstückspause bei Martha in der Warenwäsche. Und dort stehst du den Kollegen endlich mal Rede und Antwort für die Scheiße, die du baust. Du, das ist mein letztes Wort. Und ich betrete die Verkehrsbetriebe überhaupt nie wieder. Ich kriege euch nicht mehr in den Arsch. Ich hab's doch nie getroffen und der Onkel war doch böse. Ja, der war wirklich böse. Aber ich verspreche dir, der kommt nie wieder. Und überhaupt, die können uns alle mal. Jetzt stehen wir nämlich auf. Hier. Jetzt gehen wir ins Badezimmer und waschen uns, hm? Und zwar gründlich, nicht nur die Nasenspitze. Und Zähneputzen nicht vergessen. Hast du gehört? Wir haben noch viel vor. Ich hab dem Affen-Coco schon gesagt, dass wir heute Nachmittag in den Zoo gehen. Ach, wir machen ja noch viel mehr. Wir machen eine richtige Reise. Mit der Eisenbahn. Mit einer richtigen großen Eisenbahn? Mit einer richtigen großen Eisenbahn. Wir fahren zu Tante Margot ins Gebirge. Hm? Wollten wir doch immer schon mal. Hm. Und jetzt wäschst du dich schnell. Hm? Thank you.
Also, das ist ja wirklich ein schlimmer Morgen. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt wirklich gehen. In der Ruhe liegt die Kraft. Fass mich nicht an. Aber Petra, ich könnte inzwischen Frühstück machen. Ach, auf junge Mädchen unter sechs. Wirklich ganz unwiderstehlich. Wenn du was für mich übrig hast, dann gehst du jetzt, und zwar so schnell du kannst. Aber Petra. Soll ich vor dir auf die Knie fallen? Gut. Na, mir geht's wunderbar. Aber ich möchte noch mal dann machen. Du hast mich doch schon so oft eingeladen, weißt du? Psst, ich muss mal stehen. Und ich habe jetzt Zeit. Ja, ich habe Urlaub. Na, wann heute Abend gleich? Hm? Na, du weißt doch, wie schnell ich mir sowas einfallen lasse. Hm? Gut, bis dann, hm? Tschüss. Nimm den Koffer, Kind. So, ab geht's, komm. Los. Hat die Tante Margot auch ein richtiges Hotel? Na, sowas ähnliches, weißt du? So ein Ferienheim, das ist wie ein ganz kleines Hotel. Und frühstücken wir dann auch mal zusammen? Nicht nur frühstücken, du. Da essen wir zusammen Mittag und Abendbrot und dann gehen wir spazieren und klettern in den Bergen rum. Bestimmt. Bestimmt. Du Klaus, hast Neppi heute wieder was gebraucht? Nein. Mensch, ich hab dir doch gesagt. Ja, ich weiß. Klaus, mir geht's nicht um das Geld. Aber die Petra ist seit 4 Wochen hier und macht keine Anstalten abzureisen. Mensch, das stimmt doch was nicht. Dann rede du mit dieses deine Schwester. So, das hier. Na, schläft die Kleine? Schon lange. Gehst du wieder aus? Margot? Soll sie dir selber sagen. Doch, was? Ja. Guten Abend. Danke. Mit dem Fahrstuhl. Hoch bis in die 8, links rum, 8, 4, 5. Ich hätte auch mal was im Kühlschrank. Ein bisschen plötzlich, wissen Sie nicht? Glauben Sie dem Schweinepriester kein Wort. Jede Nacht sitzt er hier rum, jede Nacht eine andere. Und Sie? Darf ich mir jetzt endgültig den nächsten Tanz sichern? Danke, nein. Also trinken wir noch 2 Gläser Sekt? Ja. Ja. Nochmal 2 Sekt. Danke. Zum Wohl. Also, was ist? Sie glauben, ich komme einfach so hinterher? Wir können auch zusammengehen. Das trauen Sie sich nie. Ja, weil er jede Nacht eine andere hochschleppt, der Schweinepriester. Junge, halt dich zurück, sonst knallt. Na bitte. Dann komm mit raus. Wenn du ein Kerl bist, dann kommst du mit raus. Denk da überhaupt nicht dran. Anderen Leuten anständige Frauen wegnehmen. Hauen Sie doch endlich ab. Was willst mit dem fiesen Kerl? Ist denn Schluss mit dem Fatzken? Mein Herr, lassen Sie die Dame in Ruhe. Bitte setzen Sie sich wieder, sonst sind Sie ganz schnell draußen. Tja, bei mir unten wäre es gemütlicher. Sagen Sie mal, Sie sind sich wohl sehr sicher, was? Komm raus, du Arsch! Es ist besser, Sie gehen jetzt. Was? Sie... Herr Ober, bringen Sie den Mann raus, er ist betrunken. Also, nichts für ungut.
Also, das kannst du doch nicht machen. Ja, dann können wir uns hier doch noch einen gemütlichen Abend machen. Darf ich bitten? Ja. Das kann auch mal schief gehen, junge Frau. So ganz allein mit solchen Typen. Also Kumpel, pass mal auf. Halt dich da raus. Mit der Dame und mir ist nämlich alles klar. Ja, das denken Sie. Halt dich da raus, habe ich gesagt, sonst passiert was. Dann hören Sie mal gut zu. Ganz schön dämlich, Ihre Annäherungsversuche. Soll das so weitergehen, oder was? Warum wollen Sie ja schon gehen? Da fragen Sie noch. Kann man nur sagen, Männer. Wiedersehen. Mahlzeit. Ach, ist hier noch frei? Nein, mein Mann ist mit Zigaretten. Ach so. Entschuldigen Sie, ist hier noch frei? Nein, hier ist Stammtisch. Ich frage alle nach noch laut. Christine, es gibt doch gleich Essen. Das ist ja auch mal ein liebes Kind. Das habe ich Ihnen gleich zugetraut. Danke für das Kompliment. Sie verstehen auch alles falsch. Also klar, Schatz-Anna. Na, vielen Dank, kleines Fräulein. So, und die nächste ist dein Danke. Kann ich das selber haben und ein Bier bitte, ja? Ja. Ein Bier bitte. Ja, dann guten Appetit. Danke. Ja. Und die Wand kann man endlich zum Rahmen steigen. Das schaffen wir doch nicht an einem Tag. Was man verspricht, das hält man auch. Da habe ich noch nicht gewusst, dass wir erst mit der Bahn fahren müssen. Dann mit dem einen Bus und dann noch mit dem anderen. Guck mal, der Apokuk ist auch schon ganz traurig. Ich muss ja damit rechnen, dass Sie wieder alles falsch verstehen. Aber wenn es Ihnen Spaß macht, dann können wir ja mal zum dritten Ausflug machen. Danke, zum Rahmenstein. Ich bin mit dem Wagen da und damit ist doch bloß eine Stunde. Kommt überhaupt nicht in Frage. Vorsicht, Vorsicht, ja, guten Tag, kleines Fräulein. Guten Tag. Ja, na, dann komm. Komm nach hinten. Bitte schön. Bitte? Damit sich keine Schwachheiten einbilden. Ich mache das nur wegen des Kindes. Oh! Oh. Schon mal da. Hm? Da drüben geht der Weg weiter, siehst du? Da. Ich muss doch nach die Kuschel. Halt, 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 ich komme ja mit. Wo sind Sie denn? Ui. Na da! Oh, ja, die sind aber schön.
hab dir doch gleich gesagt, es wird zu viel für dich. Ich möchte aber die Höhle sehen. Na komm, ich nehme dich Huckepack. Na komm, bitte. Also und hopp. Oh. Da siehst du. Aber pass auf, ja? Dankeschön. Christine, was ist denn nun schon wieder? Hast du dir wehgetan, Christine? Komm mal hoch hier. Du bist ja ganz nass. Aber nur der Pullover. Wie weit ist es denn bis zum Auto? Na, der Abstieg ist ziemlich kurz, aber unter 20 Minuten wird es kaum zu machen sein. Komm, ich zieh dich aus. So geht das nicht. Ja, so. Können Sie mir nicht mal Ihren Schal geben? Ach, da komm, schnell jetzt. Halten Sie doch bitte mal Ihren Mantel als Windschutz, ja? So. Ja. So. Ja, pass auf, Mutti zieht jetzt die Jacke aus, damit du nicht frierst, ja? So. Schnell rein mit den Ärmchen. So. Nehmen Sie bitte mal. Ja. Und jetzt komm hoch, komm. Hau. Na was denn? Sie wollen doch nicht so durch die Gegend laufen. Ach, das geht schon so. Halt. Jetzt geben Sie mir das Kind. Und sieht sie meinen Mantel an. So. Na dann, ab die Post. Was? Darf ich? Nicht so schlecht, wie Sie das machen. Ach, man muss alles mal üben. Wieso? Haben Sie noch keine Chance, das zu üben? Nein, aus Prinzip nicht. Ich bin bis vor 6 Wochen zur See gefahren, deshalb. Mit dem Rädchenschiff? Ja, mit dem Rädchenschiff. Und meine Mutti fährt die Straße dort. Ach. Was dagegen? Naja, ein bisschen klein ist das Fahrzeug, ja. Aber ich kann sie mir da gut vorstellen. Und da haben Sie also die ganze Welt gesehen? Die ganze Welt ist ja ein bisschen übertrieben, aber eine Menge schon. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich alles tun würde, um mit Ihnen tauschen zu können. Die ganze Welt. Jeden Tag woanders. Ach, jedes Ding hat 2 Seiten. Man muss auf vieles verzichten, wenn man auf so einem Frachter durch die Gegend gondelt. Aber das ist ja jetzt vorbei. Wieso? Hören Sie auf? Naja, ich hatte Malaria. Und da hieß es bei der letzten Untersuchung tropenuntauglich. Das hat mich ganz schön getroffen. Na, ich könnte natürlich weiter auf so einem kleinen Kahn, also Kümo nennen wir so ein Ding an der Küste, ja, rumgondeln. Sogar als Schiff, aber wenn man auf allen Meeren gefahren ist, dann kommt einem das doch zu läppisch vor. Dann lieber ganz neu anfangen. Und im Maschinenbau, da suchen sie mit der Lampe nach so einem wie mir. Mal fahren? Können Sie denn das? Na klar, ich habe die 4. Was? Mhm. Sie fahren ja richtig gut. Wenn ich alles so gut könnte. Mhm. Auf jeden Fall können Sie wunderbar mit Ihrer Tochter umgehen. Ich habe Sie richtig bewundert heute. Wenn man so lange bei der christlichen Seefahrt war, da hat man ja einiges erlebt. Vor allem zwischen Männlein und Weiblein. Viel Inkonsequenz. Da bewundere ich jede Frau, die den Mut hat, allein zu sein. Sie halten mich wohl für eine Nonne. Nein, dazu sind Sie doch viel zu schön. Wissen Sie, ich habe für vieles Verständnis, aber was ich nicht ausstehen kann, sind Leute, die nicht wissen, was sie wollen. Die einfach so in den Tag hineinleben, je nach Lust und Laune. Und am Ende leiden darunter bloß die Kinder. Da kribbelt es mir manchmal selbst bei den Frauen in den Fingern. Und wenn sie noch so schön sind.
Schönen Dank. Das war sehr nett. Und wie wär's morgen Abend? Ich könnte Plätze in der Bar bestellen. Lieber nicht. Sie wissen ja, ich habe meine Prinzipien. Tja, auf Wiedersehen, kleines Fräulein. Dankeschön, danke Ihnen. Ja, bitte. Tschüss, danke Ihnen. Ja, tschüss. Petra, komm doch mal, da will ich jemand sprechen. Komme gleich. Dringend. Was ist denn los? Der Leibwartkurt. Du, Petra. Ach, hier ist ein Brief für dich von einem Herrn Sievers. Unterleutnant Leibwart. Frau Hansen? Ja? Ich muss Sie über Paragraph 249 StGB belehren. Kann ich Sie allein sprechen? Ich bin von der Abteilung Inneres Ihres Wohnortes informiert worden, dass Sie dort als kriminell gefährdet registriert sind und dass unter anderem Arbeitsplatzbindung besteht. Ich muss Sie auffordern, unverzüglich Ihren Aufenthalt hier zu beenden, zu Ihrem Wohnort zurückzufahren und sich dort mit Ihrem Betrieb bzw. mit der Abteilung Inneres in Verbindung zu setzen. Seien Sie mir nicht böse, ja? Entschuldigung. Raten Sie mal, wer hinter Ihnen steht. Na, da muss ich doch gar nicht raten. Ich habe da hinten einen Tisch für uns. Na los. Ja? Ja, was trinken wir? Wenn überhaupt, dann Sekt. Gut, Herr Ober... Wollen wir nicht erst tanzen? Los! Ja. Na, aus Ihnen soll einer klug werden. Eine Frau hat eben viele Gesichter. Was? Habe ich mal mit 14 in irgendeinem Liebesroman gelesen. Worauf trinken wir? Auf uns. Auf diesen Abend. Ich glaube, du musst mich mal kneifen. Mensch! Doch nicht so doll. Also jetzt ist mir, als wenn wir uns schon jahrelang kennen. Als ob es dann noch so schön wäre. Oh, Sie unterschätzen mich, meine Dame. Und du nimmst den Mund reichlich voll, mein Lieber. Sie müssen jetzt aber auch gehen, Herr Unger. Also auch auf die Gefahr hin, dass Sie mir endgültig böse sind, aber ich glaube einfach nicht, dass Sie nicht wissen, warum Ihre Schwester so plötzlich abgereist ist. Ich weiß nicht mehr als Sie, das müssen Sie mir schon glauben. Ja, dann geben Sie mir doch wenigstens die Adresse.
Ich musste meiner Schwester versprechen, das nicht zu tun. Ich begreife das nicht. Petra und ich... Aber sie hat sie doch gerade erst kennengelernt. Meinen Sie nicht, dass der Zeitraum manchmal keine Rolle spielt? Wir haben Feierabend, Herr Unger. Naja, werde ich Ihnen die Adresse auf dem anderen Weg rausbekommen. Finden Sie nicht, dass es reichlich töricht ist, sich einer Frau so aufzudrängen? Ich will Ihnen mal was sagen. Ihre Schwester und ich, wir haben hier drei wundervolle Tage verbracht. Sie denken sicher, das ist wenig. Aber ich war noch nie so glücklich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Petra überhaupt nichts war. Da muss doch was passiert sein. Wissen Sie, ein bisschen leicht ist es schon immer gewesen. Was? Ich weiß gar nicht, ob es gut ist, dass ich Ihnen überhaupt was sage. Sie war schon immer unsere Prinzessin. Meine Eltern haben sie verwöhnt. In der Schule kam sie gut mit. Ja, dann hat sie ihren Mann kennengelernt. Gleich hat sie ihren Beruf Beruf sein lassen, hat geheiratet. Die Ehe ging nicht gut. Aber das hat sie mir sicher schon erzählt. Eigentlich nur, dass sie geschieden ist. Aber wenn Sie sie wirklich lieben, das wäre ja gut für Sie. Und warum ist sie abgereist? Moment. Lesen Sie, den hat sie aus Versehen hier liegen lassen. Wer ist denn dieser Sievers? Das ist Ihr Betreuer aus Ihrem Betrieb, Sie verstehen. Wollen Sie Ihre Adresse noch? Ja. Gespräche während der Fahrt sind verboten. Das war das Erste, was ich dir beigebracht habe. Ich möchte wirklich wissen, was in deinem Kopf so vorgeht. Wenn es mal schwierig wird, dann reißt du aus. Dann kann ich immer nur auf Kosten anderer leben. Du, das sehe ich inzwischen ein. Oh, die gnädige Frau lässt sich dazu herab, was einzusehen. Also, wann fängst du wieder an in der Wagenwäsche? Du, ich trau mich da nicht mehr hin. Ich hab da einfach zu viel falsch gemacht. Hör doch mal zu. Kannst du nicht was machen, dass ich wieder in der Poliklinik anfangen kann? Ich kenne da einen Röntgenarzt. Der will mir auch helfen. Nein, das kommt nicht in Frage. Ich verspreche dir, dass dann alles anders wird. Du stehst unter Bewährung. Du hast Arbeitsplatzbindung. Und lass dich nicht wieder sehen, bevor ich nicht was Gutes von dir gehört habe. Moment weiß ich wirklich nicht, wer dir noch was borgen könnte. Wenn ich wenigstens die Miete bezahlen könnte. Sonst komme ich da nie weg. Dieser Jens hätte dir bestimmt was geborgt. Welche Dummheit, einen Mann einfach laufen zu lassen. Du kennst ihn doch gar nicht. Aber wenn der doch so verrückt nach dir ist. Sieh's doch mal nüchtern. Du sitzt doch ganz tief in der Scheiße. Aber wenn der dich heiratet, dann bist du aus allem raus.
Hör endlich auf mit dem Quatsch. Bitte, bitte. War ja nur gut gemeint. Also, ich würde mir so eine Chance nicht entgehen lassen. Tanzt du mit mir? Die tanzt sowieso nicht. Aber gern. Du machst uns zwei, ja? Na du? Ärger mit der Arbeit? Wer sagt denn das? Deine jüngere Kollegin, die Jacqueline, war hier. Na, dann weißt du ja alles. Vielleicht habe ich was für dich. Wir brauchen eine Küchenhilfe. Wenn ich mit dem Chef spreche, vielleicht datiert er das Arbeitsverhältnis ein paar Wochen zurück. Ist nicht nötig. Ich habe schon ein gutes Angebot im Gesundheitswesen. Ein guter Bekannter. War ja nur ein Vorschlag. Ach, ein blöder Abend. Ach, so ist ein Mist. Soll ich es anschreiben? Ja, es wird wirklich. Gefällt sie Ihnen nicht? Ich habe sie mir eigentlich ganz anders Mutti, vorgestellt. Mutti, darf ich zu Monika gehen? Ist deine Mutti zu Hause? Ja. Dann könnt ihr gehen. Aber dass mir keine Klagen kommen, ha? Ja. Nehmen Sie sie nur, oder nehmen Sie sie nicht? Den Pullover würde ich nehmen. Wie viel? 80, aber mir nicht. Wenn Sie wieder mal was haben. Wiedersehen. Wiedersehen. Du? Tag, Petra. Woher weißt du denn? Es gibt ja noch sowas wie eine Meldestelle. Ja, komm noch rein. Willst du nicht ablegen? Entschuldige, du, ich bin völlig durcheinander. Weißt du, ich zieh mir was anderes an und du gehst ins Wohnzimmer, ja? Gewusst, dass du kommst. Weißt du, es war natürlich dumm von mir, einfach so abzuhauen, aber ich war in so einer blöden Situation. Und jetzt? Na jetzt. Jetzt bist du da. War es denn sehr schwer für dich? Ach, Quatsch, es ging um so einen Arbeitsplatzwechsel. Ich wollte meinen alten Beruf zurück, ins Gesundheitswesen. Klar, es war ein bisschen schwierig, aber jetzt hat alles geklappt. Du willst noch einen Kaffee, ha? Ja, ja. Weißt du, ich habe schon immer sehr an meinem alten Beruf gehangen, aber die wollten mich da nicht weglassen bei der Bahn. Die haben ein Theater gemacht. Du, wenn du schon da bist, dann musst du immer um mich rum sein. Du, das möchte ich auch. Als
Als du so plötzlich verschwunden warst, da ist mir erst richtig klar geworden, wie sehr ich dich mag. Und mit Christine auch. Du solltest Vertrauen zu mir haben. Ich weiß, dass du in einer schwierigen Situation bist. Immer noch. Du hast mit meiner Schwester gesprochen. Ja. Petra. Du hast mich reingelegt. Ich will dir helfen. Du erzählst was von Meldestelle. In Wirklichkeit rennst du zu meiner Schwester und lässt dir irgendwelchen Blödsinn erzählen. So. Und was ist das? Ich denke, du kommst aus Liebe hierher. Dabei schnüffelst du in meiner Post rum. Du, ich lass mich nicht klein kriegen. Du bist schlimmer als alle anderen. Ich lebe, wie es mir passt. Jetzt raus! Los, raus! Raus! So. Ist nicht gut, sich selbst zu belügen. Petra. Oh, ab! Verschwende! Merkst du nicht, dass du nie quälst? Vor Gericht. Hast du geklaut oder ich? Ist ja schon gut, Petra, ist ja schon gut. Wer ist denn das? Hm? Ist was? Tag, Petra. Ja. Wieder da? Siehst du doch. Sag mal, der Sievers hat gesagt, du fängst wieder bei uns an. Und wir sollen auf dich aufpassen. Nett von ihm. Na Klaus, wie fühlt man sich denn so ohne gesiebte Luft? Gell, verfault. Sieht gar nicht nach Knast aus, der call it Stormy Monday. On Baby Tuesday, just so everything I own. I'm the trash among you people.
of your house too. I'm a world city gambler. But brother, I do love you. Wer sind Sie denn? Hier ist eine geschlossene Gesellschaft. So machen Sie mal keine Dinger. Ich werde von Frau Hansen erwartet. Begeistert von Ihrem Anblick, Frau Hansen. Oder hast du Angst vor diesem Idioten hier? Darf ich Ihnen mal einen guten Rat geben? Ja, wenn du meinst, dass wir ihn brauchen. Also, als ich hochkam, ja, da standen unten zwei Leute rum, die offensichtlich wegen des Krachs hier gerade die Polizei angerufen haben. Also, wenn ihr gehen wollt, da geht mal schnell, ja? Der Mist. Kannst du deiner Großmutter erzählen? Nicht anfassen, ja? Bitte machen Sie auf, Volkspolizei. Thank you.